Yo, servus Leute, die Laune ist ein bisschen abgefuckt, das kommt oder irgendwie es hängt, tut's mir leid, ich kann nichts dafür, ich hab alles versucht. Sagt mir jetzt nicht, mach Neustart oder so, ich hab wirklich alles versucht. Wir reagieren auf Capital Bra, scheiß drauf, hoffentlich klappt es jetzt einfach. Gott ist mein Zeuge, Produced ist das Ganze bei Pro Drip, okay? Der Producer sagt mir zum Beispiel gar nichts. Das Album ist erschienen. Das Album CB8 ist draußen. Wollt ihr, dass wir eine Albumreaktion machen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und schreibt mir dann auch gerne mal rein, auf was ich direkt für Songs reagieren soll, damit ihr Bescheid wisst. Dann machen wir die Albumreaktion wahrscheinlich dann an dem Samstag. Ja. Kapital, Video von Fatih TV. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Mit 15 Jahren nahm er das erste Mal illegale Substanzen zu sich, schien er stets auf dem Radar der Polizei zu sein, verbüßte sogar mehrere Jugendstrafen. Der mit grenzwertigen Texten provoziert. Okay, so ein kleines Intro am Start. Digga, ganz kurz, abseits jetzt von der Single. Diese weißen Masken, Junge, ich sehe die nur noch überall. Hilfe, ich kann diese weißen Masken nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht sehen, wenigstens trägt Kapi gerade keine. Mit seiner rebellischen Art polarisiert, den es als erster Rapper ins Berliner Wachsfigurenmuseum schafft. Pizza, Eistee, Shisha-Tabak, Adidas. Egal was er anpackt, es wird scheinbar zu Gold. Capital Bra. Capital Bra. So ein Intro finde ich immer cool. Das war ja auch bei Der Bratan bleibt der gleiche. Das war ja auch so ein Intro, ne, wo er nochmal hier so, ja, krass dargestellt wird. Der Bratan ist auch krass. Ist auch so. Ne? Finde ich gut. Hört sich an, als, ich weiß nicht. Meint ihr ein aggressiver Song? Könnte sein, ne? Capital Bra. Capital Bra. Capital Bra. Ja, Bra. 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 Habt ihr mich vermisst? Ja, Bra. Geil, dieses Capital Bra. Capital Bra. Und dann kommt er rein, wenn du dieses Psycho-Lächeln schon nur von ihm siehst, dann weißt du, es brettert gleich. Dann weißt du, es brettert gleich. Ich hab Wäsche bereut bis heute. Doch heute hab ich mehr als ich je wollte. Auch wenn ich die Sinne betäube. Der Bruder schläft nicht, ich schläft. Bruder, ich schwöre euch, ich würde jetzt so ausrasten, aber wir haben 2 Uhr nachts. Wir haben 2 Uhr nachts. Ich kann nicht. Ich würde schreien. Ich würde jetzt schreien, Bruder. Geil. Was war das für ein Drop? Und dann kommt Kapital mit dieser schreienden Stimme. Okay, bitte gib ihm einfach jetzt. Meine Träume, ich verkauf dich meine Seele, Bruder. Zeuge! Doch heute hab ich mächtige Freunde. Universal acht Etagen Gebäude. Und wenn ich will, baut sie für mich den Neunte. Bruder, ich bin gerade so glücklich, dass ich in mir gerade nicht dachte, scheiß drauf, mach alles zu, es klappt gar nichts mehr. Scheiß drauf. Ich habe gesagt, probier's noch einmal. Laptop, PC, hier dies, das, versuch irgendwas. Gerade sieht so aus, als würde klappen. Und dann noch so ein Banger von Kapi, ey. Du siehst links ne Eule, du siehst rechts ne Eule. Die einen sind die Feinde, die anderen sind die Beute. Capital Bra schreien draußen Leute. Ich geh alleine, da bin ich nicht sollte. Sie sagen von allen zu viel, ist nicht gut. Aber Bruder, der Beat ist böse und Kapi kommt gut. Kapi kommt sehr gut. Ah, Digi, das gefällt mir. Das gefällt mir gut, Mann. Tut gerade wieder richtig gut. Gibt mir gerade wieder gute Energie, ey. Sag mir, wie viel ist genug? Ich hab keinen Bock auf den Zug, ich kauf 10 Geberkongs, ich hab Bock auf den Zug. Du willst ein Papius, ich das 100-fache. Ich rede nicht, ich mache, ich hab eine Wunderwaffe. Du hast recht, Deutsch ist nicht mein. Na, muss ich sagen, gefällt mir. Part auch schön aggressiv. Ich muss leider sagen, so bei Kapi, die ganzen aggressiven Sachen auch von den letzten Releases und alles, habe ich auch gesagt. Bruder, wo ist diese hungrige Stimme? Wo ist diese hungrige Stimme? Diese Psycholache in den Adlibs? Wo ist dieser Vibe? Aber ich krieg den gerade hier gut. Ich pack den Vibe gerade hier. Gefällt mir. Ich mache, ich hab eine Wunderwaffe. Du hast recht, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Doch du kannst dir denken, was ich mit deiner Mutter mache. Mir ist scheißegal, wie du mich findest. Muttersprache auf Muttermache, okay. Ja, okay. Dann sind wir, das war jetzt der erste Part. War ein stabiler Part, meiner Meinung nach. Hört sich an, als wären wir jetzt so Pre-Hook. Hook. Ne? Übergang irgendwo. Da sind wir jetzt gerade. Ich glaube, Anfang Pre-Hook. Naja. Ich fick schon seit Jahren dieses Business. Spotify, ihr wisst es. Amazon, ihr wisst es. Ich schreibe keine Hits. Ich entscheide, was ein Hit ist. Ich hab kein Shit bereut bis heute. Doch heute hab ich mehr als ich.
Ist das nicht das gleiche Hochhaus wie Berlin lebt? Das Musikvideo von Berlin lebt? Kann sein, ne? Kann sein. Auch wenn ich die Sinne betäube, der Bruder schläft nicht, ich lebe meine Träume. Ich verkauf dich meine Seele, Bruder, Gott ist mein Zeuge. Doch heute hab ich mächtige Freunde. Universal 8 Etagen. Stark. Stark. Stark, stark, stark. Dieser Beat, der hat auch was, ja, es ist kein 0815 aggressiver Beat, irgendwie nicht. Der hat was Besonderes. Der Beat gefällt mir gut. Der Beat gefällt mir ehrlich gut. Gebäude, und wenn ich will, bauen sie für mich den Leute. Ich hab schlechte Laune, Bruder, geh mir weg. Ja, mach schnell. Weil jeder das Echo nicht verträgt. Ah. Ich brauche kein Echo und Komet, oh Kollege. Alles ändert sich, doch niemals gab es Qualität. Alles ändert sich, aber niemals Kapis Qualität. Diese Line, die kennen wir. Die Line, die kennen wir. Schön nochmal so eine Line von vorherigen Songs aufgegriffen hier. Der Brate ist da. Ich muss sagen, ich habe von Brate nur zwei Sorten, glaube ich, probiert. Ich weiß nicht, irgendein Kollege meinte irgendwie, eine Sorte soll krass sein. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Ich habe, glaube ich, zwei Sorten probiert. Oh Kollege, alles ändert sich, doch niemals gab es Qualität. Ich spür Hass, doch wünsch niemandem was Schlechtes. Ach, wer weiß schon, was gerecht ist. Doch ich hoffe, dass du niemals zu mir frech bist, sonst fick ich dich, wenn du niemals damit rechnest. Ich könnte bis jedes. Was ich auch immer richtig liebe, ist, wenn Kapi in den Parts durchfloat, ne, und der Beat einfach kurz stoppt, aber Kapi noch weiter rappt und dann mit einem Drop das Ganze zusammengefasst wird. Das ist geil. Wenn der Beat stoppt, aber der Künstler noch weitermacht. Häuser kaufen, doch die Bands leasen. Ich könnte alle außer mich selbst lieben. Vielleicht hab ich morgen Stress mit 6 Season. Zieh ich die Waffe, muss ich safe schießen, auch wenn sie mich wegschließen. Kapi geht auf 1, Joker geht auf 1. Der Grund, warum mich Universe. Okay, ich muss nochmal hier einen Ticken zurück. Ne, ihr wisst Bescheid, Leute. Immer ein bisschen dies, das pausieren. Zweiter Part gefällt mir auch. Das sind so Lines. Keine Ahnung, wie ich euch das erklären soll. So. Für mich sind das, klar, aggressiver Sound hat immer Mainstream-Lines, aber hier sind viele Lines, die jetzt ein anderer nicht rappen könnte, weißt du? Die nur Kapi rappen könnte. Und das finde ich auch in Parts besonders. So, Kapi geht auf 1, Joker geht auf 1, hier alles, was er aufgezählt hat, was er macht und so, ne? Sind auch viele Lines, die nur so zu einem Kapital passen. Und das finde ich auch wichtig, dass ein Song nicht nur 100% Mainstream-Lines hat, dass Mainstream-Lines dabei sind. Das ist immer so, ne? Joker geht auf 1, der Grund, warum mich Universal zweimal überweist. Denkst du, dass der Bruder übertreibt? Wegen Kapital braucht ihr ein neues Wort für Hype. Ich hab kein Shit bereut bis heute. Doch heute hab ich mehr, als ich je wollte. Dieser Drop, ne Body, das zerfleischt alles. Nachdem er seinen Part zu Ende gemacht hat, ne, und dann BAM, der Beat kommt so böse. Schönes Ding. Sehr, 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 sehr schönes Ding. Wenn ich die Sinne betäube, der Bruder schläft nicht, ich lebe meine Träume. Ich verkauf dich meine Seele, Bruder, Gott ist mein Zeuge. Doch heute hab ich mächtige Freunde. Universal 8 Etagen Gebäude. Und wenn ich will, baut sie für. Ich liebe es einfach, wenn Kapi schreit. Der Bruder muss einfach schreien, weil das ist diese Schreistimme, die ich einfach hören will. Das ist diese Schreistimme, dieser düstere Beat, dieser hungrige Stimme. Klar, Bruder, er ist satt, er hat Millionen auf seinem Konto, ne? Und ich habe ihn lange nicht mehr hungrig gehört, weil er heute satt ist. Aber die Kunst ist auch, wenn du satt bist, hungrig zu klingen. Und das ist hier gerade, Bruder. Du bist der Neunte! Ah, verstehst du, Bruder? Wir reden nicht viel, mein Bruder. Wir machen einfach, verstehst du? Nicht quatschen irgendwas. Gebt euch, Bruder, Bände! Das ist auch sowieso hier, verstehst du, Bruder? Wir machen einfach, wir quatschen nicht, Bruder, ne? Dieses, was er so gerade einspricht in dieses Mikro, in diesen Song packt, das muss einfach, das ist dieser Oldschool-Kapi, das ist dieser Oldschool-Vibe, den ich meine. Wenn er psychisch lacht in den Adlibs, das ist dieser aggressive Vibe, der hier ist. Jetzt im Outro hier, er redet, jetzt brrra kommt, ne? Und dann bam, Beat kommt dann rein. Warte. So dieser Vibe einfach von früher, den hast du bei diesem Song Fool. Gebt euch, Bruder, Bände. Jetzt. Dieser Song hat mir richtig Kapital Oldschool Vibes gegeben von seinen aggressiven Liedern. Da muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Krass. Stabiles Ding. Ich freue mich auf das Album. Mal gucken, Leute. Bin gespannt.
Ey, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, könnt gerne einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen. Support ist kein Mord. Passt auf euch auf. Macht's gut, haut rein und ciao.